Den werden wir jetzt getötet oder was? Die Madame. Hm? Was? Was jetzt passiert? Ein kleiner Nomen. Oh, wir spielen den kleinen Nomen. Wir sind ein kleiner Nomen. Ist das süß. Und was mit Kit passiert? Der ist getötet worden und jetzt sind wir der Nomen. Okay, das ist eine spannende Wendung. Und Noah fragt, warum hast du eigentlich damals ein 99,5 Abonnenten-Special gemacht? Das war der... Okay, ich kann nicht leuchten. Ich kann aber vielleicht springen. Okay, aber wie komme ich hier rüber? Ich bin ja kleiner Gnome. Oder ich falle einfach. Taps, 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 taps. Hops. Hier geht's runter. Okay. Was sollen wir jetzt hier tun? Warum habe ich ein 99,5 Abonnenten-Special gemacht? Das war damals der Spaß, dass ich damals hat das war, habe ich glaube ich schon mal in einem Stream erzählt, hatte schon immer dieses, dass die Abonnenten, die abonniert haben und abonniert haben. Also ich hatte nie. Also es hat lange gedauert, bis eine Abonnentenzahl gestiegen ist. Also ich hatte damals 99 Abonnenten, dann 100 Abonnenten, dann hatte ich wieder 99 Abonnenten, dann hatte ich wieder 98 Abonnenten, dann hatte ich 98 Abonnenten, dann hatte ich wieder 99 Abonnenten, dann hatte ich wieder 98, 97, 98, 99. Das hat sich immer, war es irgendwann wieder. Dann habe ich einfach das 100 Abonnenten-Special gemacht und habe das 99,5 Abonnenten-Special genannt. Versteht ihr, dass ich halt, ich hatte eigentlich schon... Ich hatte schon die 100 voll, aber dann haben sie wieder die abonniert und dann waren es wieder 99 und dann habe ich einfach gesagt, ja komm, 99,5. Die 100 habe ich erreicht, aber da steht noch eine 99 dran. Dann warte mal 2-3 Tage ab, dann sind es wieder 101. Das ist halt bei mir der Witz. Der unlustige Witz, das hier. Das bei mir nie bleibt. Das finde ich ja einmal. Das wenn ich 150 Abonnenten habe, das dann. Gerade habe ich 140 oder 41. Das ist eigentlich wurscht. 142 habe ich tatsächlich jetzt. Ja, das werden vielleicht ein paar Tagen wieder 140 sein. Das ist halt. Schwankt halt ziemlich. Ja, jetzt sind wir tatsächlich in Räumen, wo wir vorher schon mal waren. Die sind bekannt. Wir können keine Dosen mehr greifen, oder? Ne, der Gnome kann keine Dose mehr greifen. Was machen wir denn jetzt hier? Wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Ich habe das Gefühl, dass wir hier nach links, dass wir links müssen. Irgendwie schon. Vielleicht hier hochklettern. Klettern kann der Gnome auch nicht. Wenn wir hier durch die Tür gehen. Hier können wir runterfallen. Können wir weiter nach links. Aha. Wo kommen wir hier hin? In die Wurst. Tatsächlich gerade eine Zwischensequenz. Kann hier gerade nichts tun.
Aha, was passiert hier mit dem kleinen Gnomen? Epische Musik. Eine Wurst. Der Gnome und die Wurst. Ende. Da haben wir schon freigeschaltet. Wir sehen uns wieder. Aha. Tatsache. Das Ende. Da kommen die Credits. Secret of the Maw. Das ist DLC. Das ist die Credits des DLCs. Da haben wir das Ende. Tatsache. Da haben wir nochmal die Geschichte von dem Kid gesehen und so ein bisschen die Geschichte von den Gnomen. Die haben ja den Kid auch begleitet zwischendurch. Haben jetzt die Leute, die daran mitgearbeitet haben. Ja, das ist auch das Ende des Let's Plays, des Streams und des Projekts. Haben wir durchgespielt. Das ist das Ende des DLCs. Die Hauptstory haben wir auch schon fertig. Es gibt nicht mehr viel zum Blicken. Nichts mehr viel zu machen. Ja. Wie ich es finde, habe ich schon gesagt. In der Hauptstory. Ich habe, glaube ich, am Ende der Hauptstory im DLC schon einiges gesagt. Wir sehen uns wieder in Teil 2. Also in Little Nightmares Teil 2. Das soll ja, ich glaube, kommt das noch 2020 raus oder 2021. Jedenfalls soll es demnächst rauskommen. Teil 2 ist ja. Der Release ist, glaube ich, ziemlich nah. Der ist jetzt bald. Zwei hat Little Nightmares durchgespielt. Dafür lässt jetzt bitte mal jeder ein Abo bei Zwei da. Ganz genau. Und Little Nightmares 2, den zweiten Teil davon, werde ich auf jeden Fall auch eines Tages mal spielen, wenn er dann released wird. Noch ist er nicht draußen. Weiß gerade jemand, dass das Release Date von Little Nightmares 2? Also im Anschluss wird das nichts. Aber ja, dann demnächst. Datum der Erstveröffentlichung 11. Februar 2021 steht hier zumindest auf Wikipedia. Wikipedia meint der 11. Februar 2021. Also ist noch ein bisschen Zeit bis hin. Das DLC haben wir jetzt durchgespielt. Ist der Stardew Valley wohl. Ja, können wir überlegen, was das nächste Projekt sein wird. Haben wir nochmal die Kapitelauswahl, können wir nochmal reingehen. Wir haben jetzt die Hauptstory durchgespielt und ich habe sogar noch das, also nur das ist nicht ganz richtig, ich habe Little Nightmares durchgespielt und ich habe das DLC dazu noch durchgespielt. Hier sehen wir es nochmal. Dann mal die Pfeiltasten können wir hier. Mit VRSD können wir hier spielen. Hier haben wir die verschiedenen Kapitel von der Hauptstory, das waren ja die Kapitel des Hauptspiels. Hier haben wir es nochmal mit den Küchen und so weiter. Ihr erinnert euch. Da unten nochmal die drei Kapitel des DLCs. Die haben wir jetzt auch durchgespielt. Stardew Valley ist ein sehr schönes Spiel. Ja, ich habe das schon mal im Let's Play bei Anton Hütten gesehen. Weiß ich nicht, ob das so meins ist. Oder was für mich ist. Können wir auf Discord mal besprechen, was das nächste Projekt ist. Also das kann man mal gucken. Bin jetzt erstmal froh, den Nightmares abgeschlossen zu haben. Zum Ende hin war es noch ein bisschen, also mit den kleinen Drecksviechern hier, die man den Taschenlampe ausschalten musste. Es gab schon ein paar schwere Stellen. Hier bei dem Wasserlevel habe ich auch so ein paar meine Probleme gehabt. Also so ein bisschen. Aber wir haben es durchgeschafft. Also es gab auch bei der Hauptstory einige komplizierte Level. Wo ich mir früher gesagt habe, ich höre jetzt auf damit. Ich
breche das jetzt ab, aber letztendlich haben wir es durchgespielt, wir haben es geschafft. Ja, hier werden schon im Chat einige Sachen vorgeschlagen, die wir spielen könnten. Ja. Gut. Gibt es hier noch was zu sehen? Der Extras hatten wir auch schon ausprobiert. Masken hatten wir hier. Die zwei Masken haben wir schon mal in der Hauptstory ausprobiert an Six. Und noch Konzeptkunst. Ich glaube, da haben wir nicht genügend für freigeschaltet. Ja, hier ein bisschen was haben wir freigeschaltet. Genau. Das muss man sich im Spiel leider erst freischalten, sonst könnte man es jetzt zeigen. Hier haben wir doch schon mal gezeigt in einem Part. Ein bisschen Konzeptkunst. Das ist doch hübsch. Mehr haben wir leider nicht gefunden im Spiel. Hätte man aufheben müssen, hätte man so kleine Zettelchen aufheben müssen. Gut, dann machen wir nochmal die Credits, würde ich sagen. Ich muss nochmal die Credits angucken und dann. Ja. Und dann beenden wir dieses Projekt hier an dieser Stelle. Das war Little Nightmares. Auf Zwergenfürst LP im Stream. Schauen wir uns nochmal die Credits an. Hier vor diesem hübschen Hintergrund. Den Leuten, denen wir es zu verdanken haben, dass es dieses wundervolle Spiel gibt. Ja, ich lese eure ganzen Vorschläge zu den Projekten, die ich jetzt als nächstes machen soll. Ich lese jetzt bloß nicht laut vor. Ich habe sie zur Kenntnis genommen. Ja, ganz wichtig, um Zwergi zu unterstützen, lasst mal bei Zwergi ein kleines Abo da. Ist kostenlos und unterstützt Zwergi zugleich. Denua ist ein großartiger Abonnent, ist er auch, aber großartiger Moderator hier. Der geht seinen Moderatorenpflichten nach. Ja, gut, wie gesagt, was ich zu dem Spiel meine, habe ich schon gesagt. Fazit davon: ist ein gutes Spiel, kann man spielen, ist auch nie so. Also ich habe mich ab und zu mal beschwert, ich habe ab und zu mal Rages gemacht, habe fast Rage Quit gemacht. Ich glaube, es gab auch ein, zwei Parts, die im Rage Quit enden, die ich so geschnitten habe. Ich teile das ja immer in Parts auf für die Playlist. Es gab auch ein paar Parts, die als Rage geendet sind, aber Rage Quit. Ja, insgesamt war es doch. Ich habe es geschafft. Ich meine, ich habe Little Nightmares durchgespielt. Dann könnt ihr es auch. Klare Spielempfehlung, klare Kaufempfehlung. Also ich bin ja normalerweise nicht sonderlich für meinen Skill bekannt. Also bei mir sind der Skill-Level ziemlich niedrig anzusetzen. Ich habe schon öfters gesagt, ja, ich habe das Gronkh Let's Play, der hat die Hauptstory in 8 Parts durchgespielt. Ich habe dafür 20 oder 30 gebraucht für die Haupt. Also ich brauche da immer die fünffache Zeit für mit meinem Skill. Irgendwie haben wir es dann doch geschafft. Also es müssen jetzt auch schon über 50, fast 60 Parts sein, die ich jetzt hier habe. Und Noah verabschiedet sich. Ciao, Monoa. Danke fürs Zuschauen. Das war Little Nightmares. Ja, bleibt mir nur zu sagen, Daumen nach oben, sollte euch das Projekt gefallen haben, sollte euch dieser Part, diese Aufnahmen gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid und das nächste Live-Streaming-Projekt nicht verpassen wollen. Was auch immer dann kommt. Kam bisher immer was. Mal schauen, was wir am Sonntag streamen. Gucken wir mal, eigentlich würde ich Little Nightmares am Sonntag streamen. Wird jetzt nichts draus. Das muss jetzt leider. Man kann es in 4 Stunden durchspielen. Ja. Wie gesagt, also. Gronkh hat das natürlich relativ schnell geschafft. Ich
Müsste ich jetzt nachgucken, wie viele Spielstunden ich da jetzt habe. Drauf, das ist aber viel. Viel, viel, viel. Also fast 60 Parts. Es ist. Ich müsste jetzt auch nachgucken, wie viele Streams, wie viele Parts ich das gemacht, geschnitten habe. Ich versuche es gerade mal nachzugucken. Ja, versuche gerade beides nachzugucken. Sollte man bei mir nicht so sehr auf die Goldwaage legen. Es ist jetzt hier. Ich habe mich wirklich, ja, bei manchen Rätseln habe ich halt schon mehr als ein Part gebraucht, um da weiterzukommen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich diesen Stream jetzt hier schneiden werde, aber es ist halt ja, wenn man das, also, den Stream vor diesem Stream, der letzte Part war Part 54, 55, 56, so 56, 57 Parts für dieses Projekt haben, vielleicht auch 58, kommt drauf an, wie ich das schneide, also fast 60 Parts, 56, 57, muss ich gucken, wie ich den schneide, vielleicht wird der letzte Part ein bisschen länger, weil da die Credits mit drin sind und so weiter, höchstwahrscheinlich wird der letzte Part sehr länger. Und schon eine halbe Stunde Part und so weiter. Ja, man kann natürlich alles. Also ja, es gibt immer Leute, die besser drin sind. Das, die wird dann immer sagen, ist nicht schwer bei mir. Ich meine, könnt ihr ja ausrechnen. Ich habe bis jetzt 54 Parts. 56, 57, 58 Parts mit dem hier, mit dem Stream. Jeder Part so ungefähr. Manche Parts waren noch 30 Minuten lang, weil ich drin verkackt habe. Ein Part habe ich auch als ganzen Stream hochgeladen. Da habe ich ja so verkackt, dass ich eine Stunde lang in dem einen Raum beschäftigt war. Könnt ihr mal ausrechnen. 57 mal 15 Minuten. Ab und zu war auch mal eine halbe Stunde. Das rechnet mal plus 2 Stunden. Also plus 2,5 Stunden, realistisch gesehen. Sagen wir mal 57 mal, also 15 mal 57. Und dann die 2,5 Stunden noch dazu. Dann wisst ihr, wie lange ich daran gespielt habe. Das ist schon. Läppert sich schon, das ist also das hat, da bin ich schon. Wie viele Tage habe ich da dran gesessen? Insgesamt. Ich werde es jetzt nicht ausrechnen. Aber wenn jemand von euch Bock drauf habt. Also Steam meint, also mein Steam-Account meint 22,5 Stunden Spielzeit. Ich weiß nicht, ob das ungefähr so hinpasst. Ja, Steam meint 22,5 Spielstunden. Also fast den ganzen Tag. Und das war ja alles live. Ich habe sehr wenig Offscreen gespielt hier. Von das Stream-Projekt. Ja, ich habe da noch ein paar Spiele auf Reserve, die man eventuell spielen könnte, die ich dann noch spielen könnte. Denkbar wäre Sonntag wieder Among Us, aber diesen Sonntag nicht. Würde ich eher nicht sagen. Aber irgendwas finden wir schon. Irgendwas gibt's. Irgendwas wird schon ein nächstes Projekt werden. Co-funded by the Creative Europe Program of the European Union. Onion. Die europäische Zwiebel. Ganz genau. Gut, bevor wir es noch länger hinauszögern, bevor wir hier noch länger Blödsinn haben und noch länger das Projekt in Länge ziehen.
Ich habe es eigentlich schon gesagt, mich nach oben Abo da lassen, Glocke aktivieren, Video teilen, teilt das an eure Freunde, tackert's an den Schwanz eures Hundes, eurer Katze und jagt sie durchs Viertel. Ja, das, den Stream Frame für Frame ausdrucken und dann den Schwanz des Hundes tackern, den Hund durchs Viertel jagen, damit jeder das Video gesehen hat. Seid kreativ. Teilt das Projekt mit allen euren Freunden. Lasst euren Vater, eure Mutter, euren Onkel, eure Tante, eure Oma, euren Opa, euren Hund, eure Katze das Video gucken. Nein, Kommandant sagt nein. Doch. Ich sage doch. Support ist wichtig. Na dann, habt ihr noch einen angenehmen Tag. Vor allem, ja. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Gibt's sicherlich ein nächstes Streaming-Projekt. Jetzt bestimmt irgendwie. Und was es sein wird, weiß ich zu dem momentanen Zeitpunkt noch nicht. Aber das wusste ich, glaube ich, am Ende von Harveys neue Augen auch noch nicht, dass das Lynn Nightmares wird. Lassen wir uns überraschen. Ich werde es mit meinen Moderatoren und mit meinen Eglantum auf Discord noch bereden. Ansonsten habt einen angenehmen Tag, habe ich schon gesagt. Ich will einfach nur, dass es nicht aufhört und zieht das nur in die Länge. Also, ja, es ist auch schon 19:18. Wir haben auch schon überzogen. Ja, ich habe später angefangen, trotzdem schon überzogen. Ja, na dann. Macht's gut. Bis dann und ciao.